Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich und freue mich, dass ihr dabei seid. Heute habe ich wieder mal eine Mod aus dem schönen Adventskalender aus dem Transportviewer.net Forum. Ich kann da, muss ich dazu sagen, nicht jede Mod vorstellen. Manche sind sehr, sehr umfangreich. Manche bin ich selber zu blöd, um die zu benutzen. Ich hätte gern die Treppenmod aus dem Adventskalender vorgestellt, aber ich habe mich da eine Stunde mit auseinandergesetzt. Ich komme damit einfach nicht klar. Tolle Sache, tolle Mod. Aber ich finde es leider so ein bisschen kompliziert. Ich komme da leider nicht so ganz mit klar. Aber das nur am Rande. Heute habe ich das DHL-Logistikzentrum für euch, was der Rob und der RPG Fabi für euch zusammengebastelt haben. Und was sie da zusammengebastelt haben, gefällt mir wirklich sehr gut. Das Ganze funktioniert als Haltestelle. Das heißt, ihr könnt da auch eure Güter hinbringen oder abholen oder einfach nur LKWs durchfahren lassen im Schönbau. Ist auf jeden Fall sehr geil geworden. Ist eine Güterhaltestelle. Den Download-Link gibt's in der Videobeschreibung. Und ihr braucht dafür 5 Mods, damit das Ganze läuft. Die stehen auch nochmal in dem Download für das DHL Logistikzentrum, welche Mods ihr da braucht. Und mir ist ein Fehler passiert. Ich hatte nicht die aktuellsten Versionen. Ihr braucht die Gleisfeldleuchten ÖBB. Ihr braucht die VW-Transporter. Ihr braucht die Scania-LKWs von Onion Jack. Ihr braucht die Cargo Asset Mod. Und ihr braucht die Car Asset Mod. Und guckt einfach mal unter den jeweiligen Downloads. Wie gesagt, die sind auch verlinkt bei dem DHL-Zentrum, dass ihr da die aktuellsten Versionen habt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis es lief, aber jetzt funktioniert es. Ja, gebt den beiden einen Daumen nach oben. Das wäre mir wirklich ein Anliegen, weil es ist wirklich richtig geil geworden. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wie gesagt, zu finden hier unter Güterhaltestellen. Hier DHL Distribution Center, großes DHL Distribution Center als Lagerhalle für Güter. Hier haben wir das Ganze dann schon. Das Ganze wird dann, ja, wir bauen das jetzt einfach mal. Ja, jetzt nicht. Hat er da hinten auf der anderen Seite der Karte auch schon was vorbereitet. Da fahren auch schon die LKWs durch. Und das zeige ich euch dann. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ihr seht schon, richtig toll geworden, wenn man da mal einen Bahnhof neben macht. Hier 160 Meter. Also das Ganze ist ist sogar ziemlich genau 160 Meter lang. Also schon ziemlich groß. Ich hatte mir das ja auf der Osnabrück-Karte modular selber gebaut als Schönbauobjekt, aber das hier ist natürlich ja einfach cool. Man kann das einfach reinbauen. Hat da kaum noch Arbeit mit. Und das ist echt toll geworden. Ihr seht jetzt auch, warum ihr da so viele Mods für braucht. Wir haben hier die LKWs stehen. Sind hier die Scania-LKWs, dann haben wir hier die VW-Transporter. Dann haben wir hier die Autos natürlich geparkt. Und, was braucht man noch? Genau, die Gleisfeldleuchten. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wo die stehen. Ja, hier. Hier stehen die Leuchten. Denke ich mal, dass das die sind. Genau, und die Cargo-Asset-Mod halt auch, damit die LKWs hier auch funktionieren. Was mir richtig gut gefällt, ist die Einfahrt. Da hat da auch gleich jemand gefragt beim Download, ob es das als Asset separat nochmal gibt. Das wäre natürlich richtig geil. Die Antwort war auch ja. Kann man mal mit rechnen. Weil das ist natürlich für Industrie- und Gewerbeeinfahrt natürlich Bombe. Das muss man schon sagen. Gefällt mir richtig gut, ja. Mit den Fahnen hier vorne. Hier vorne noch so ein Besucherparkplatz, nenne ich es mal. Hier der Mitarbeiterparkplatz. Und dann stehen hier ein paar Trailer. Hier ein paar Transporter, die LKWs, die gerade beladen werden. Hier hinten noch Transporter, die beladen werden. Und das Ganze gefällt mir wirklich, wie gesagt, sehr gut. Das Tolle daran ist, man kann dann, ich hoffe, ich habe jetzt, ja, das funktioniert. Kann natürlich auch noch Bäume reinsetzen. Mach das jetzt einfach mal so nach Gutdünken. Wie gesagt, könnt ihr hier noch verschönern, wie ihr das möchtet.
Könnte sich ja auch noch LKWs reinstellen, hier noch ein paar Autos mehr parken. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ein paar Bäumchen, dann sieht das doch immer gleich besser aus. Auch ein Zaun drum. Ihr wisst ja, das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Auch hier die ganzen Details, hier hinten noch mit der Tür. Hier sind dann die zwei Terminals. Das Ganze hat zwei Terminals. Die finden sich hier hinten. Noch so ein Glasdach drin, damit die Mitarbeiter nicht im Dunkeln arbeiten. Hier das Verwaltungsgebäude. Oben auch schön hier mit der Belüftung. Hier ist dann die Verbindung, der Durchgang. Und wie gesagt, generell auch hier die na, wie heißt denn die Straßenbemalung? Ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, tut mir leid. Hier darf man also nicht durchfahren. Richtig schick geworden. Auch das Tor. Das ist nicht, das ist. Ich denke mal, dass das einfach schwierig umzusetzen ist. Das ist jetzt nicht zu, wenn keine LKWs kommen. Also, machen wir mal. Das wäre natürlich richtig geil, dass es zugeht. Wenn LKWs kommen, dann geht's wieder auf. Aber das ist leider nicht machbar. Jetzt gucken wir mal, ob man hier auch was lesen kann. Ja, tatsächlich. Guckt euch das mal an. Ja, Film und Fotografieren verboten. Ja, unsere gute neue Verordnung der EU, der Datenschutz. Poststraße 1 in 54321 Transporthausen. Das ist auch geil. Wirklich schick. Ich mag das, wenn auf so Details geachtet wird. Hier auch noch mal Lieferverkehr frei. Sehr schick. Ja, wir gucken uns das Ganze mal in Bewegung an. Das hatte ich hier gebaut. Dann könnt ihr auch mal schauen, wie die. Natürlich passend habe ich DHL, LKWs und Transporter genommen. Wie die hier durchfahren. Die fahren natürlich rechts rein. Dann seht ihr, passt das auch gut. Die fahren quasi dort hinten lang. Also ihr könnt dann auch noch hier was abstellen. Das wäre auch kein Problem. Oder hier. Geht auch. Dann fahren die hier hinten rum. Ich hoffe, dass die jetzt beide von der Versch genau. Der eine hält vorne. Der andere hält hinten. Hier seht ihr das auch nochmal. Das ist natürlich doof. Die überfahren sich dann, aber mal. Kommen ja nicht immer gleichzeitig zwei an. Und dann fahren die hier hinten wieder raus. Hier mal auch eine geschlossene Schranke. Ja, auf der anderen Seite auch, sehe ich gerade. Ja, sehr geil. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Fast alles selbsterklärend. Wirklich toll geworden. Muss ich, also, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wenn mir Mods richtig gefallen, dann finde ich auch, kann man das nicht oft genug betonen. Sowas ist modular zu bauen, nicht immer so einfach und gerade die Lagerhallen, die Gebäude, ist halt schwierig. Ich hatte das ja damals mit dem DRL-Gebäuden von Mazzepogo gebaut. Die waren mir eigentlich ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, habe ich die aktiviert? Dann könnte ich das gleich mal zeigen. Ich glaube aber nicht. Doch hier. DRL, das ist eigentlich ja besser als nix. Aber ich baue das jetzt hier mal rein, damit ihr mal den Vergleich seht. Ja, das, wenn man das so macht, geht das vielleicht auch noch.
Also das ist ja das Schöne am Schönbau- und Transportfieber. Bleibt einem einfach keine Grenzen gesetzt. Das passt dann schon, finde ich. Coole Sache. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ladet euch das runter, wenn es euch gefällt, und lasst den Jungs zumindest einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Lust habt, auch einen netten Kommentar. Ich finde, das ist immer viel zu wenig unter den Mods. Da stehen dann 1000 Downloads und 3 Kommentare, finde ich ein bisschen schade. Und wenn man halt einfach einen Kommentar von jemand anderem liked, das geht ja auch. Wenn da einer schreibt, danke, geile Mod oder so, dann kann man ja zumindest auch darauf ein Like dalassen, damit die Jungs sehen, den Leuten gefällt's. Weil gerade der Adventskalender, das ist ein Riesenaufwand, so viele Modder beteiligt, und ich finde das einfach keine Selbstverständlichkeit. Ja, in dem Sinn, das Video hier könnt ihr natürlich auch liken, wenn es euch gefällt. Ja, wie gesagt, in dem Sinn, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit noch, und lasst euch nicht ärgern, und ich bin raus. Macht's gut und ciao.